Castrignano del Capo ist die südlichste Gemeinde der Halbinsel Apulien und gehört zum Gemeindeverband von Leuca. Mit bezaubernden Landschaften und prächtigen historisch-künstlerischen Aufzeichnungen erstreckt sich das Gebiet von Castrignano von der Anhöhe von Vereto bis zur Spitze von Santa Maria di Leuca. Zu Castrignano gehören die Ortsteile von Salignano und Giuliano di Lecce, historische Dörfer, wo noch heute die typisch uralte Mittelmeer-Gastfreundschaft widerhallt und man die echte Atmosphäre der salentinischen Freundschaft und Aufnahme atmet. Das Meer von Castrignano wird von der unendlichen Schönheit der Küste von Leuca beherrscht. Die Ortschaft wird von der wunderschönen Form der Landzunge Meliso und vom Anblick der mächtigen Wallfahrtsbasilika Santa Maria de Finibus Terre charakterisiert und der Ort gehört zu den Mariengläubigsten in ganz Europa. Die Ländereien von Castrignano sind Zeugnis der alten Tradition der bäuerlichen Gemeinschaft. Man kann alte Trockenmauerwerke inmitten riesiger Olivenhaine und zahlreicher landwirtschaftlichen Pflege finden, die noch heute gut und mit Eifer gepflegt und bebaut werden. Die Ortsmitte von Castrignano del Capo ist reich an historischen Gebäuden, wie zum Beispiel die Pfarrkirche des heiligen Michael auf der Piazza degli Angeli, also dem Engelsplatz, die Mitte des 18. Jahrhunderts auf der vorherige Pfarrkirche erbaut wurde. Im Inneren findet man breite, von zwei Seitenaltäre abgegrenzte Räume, die mit prächtigen und reich dekorierten Werken verziert sind. Bemerkenswert ist die Holzstatue mit dem Bild des Schutzpatrons, dem Erzengel Michael, die im Jahr 1707 von der berühmten Bildhauer des neapolitanischen Barocks Nicola Fumo angefertigt wurde. Castrignano war schon im Jahr 1265 bewohnt, das bescheinigen einige Dokumente. Das alte besiedelte Gebiet erstreckt sich in den Ortsteil Borgo Terra, in dessen Aufbau noch das urgriechische hippodamische Schema, nach dem ein Ort erweitert wurde, erkennen lässt. Man betritt das alte Stadtviertel durch die Piazza San Nicola, auf dessen Verbreiterung der Hauptweg des alten Viertels von Castrignano Porta Terra beginnt. Hier erreicht man den mächtigen Palazzo Verzini, der auf den Ruinen des alten Feudalschlosses erbaut wurde. Die kleine Festung entstand schon im Mittelalter und hat jahrhundertelang den Dorf Castrignano geschützt. In den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts wurde es Adelssitz. In den Gassen des kleinen Viertels kann man typische salentinische Gebäude bewundern, von denen einige mit Dekorationen des 16. Jahrhunderts verziert sind. Das drückt den Wohlstand der ehemaligen Bürger von Castrignano aus. Die Ortsmitte von Castrignano zeigt sich ihren Besuchern in all ihrer archaischen Schönheit. Der städtische Aufbau beweist die vielfältigen historischen Entwicklungen der Ortschaft. Und die in dem Felsen gehauenen Denkmäler erzählen noch heute die religiöse Devotion der Gemeinschaft und ihre gemeinsame Identität. Leucos die Weiße, so hatte Leuca den Seeleuten scheinen sollen. Sie erkannten ihre unverkennbare Gestalt, sobald sie im Kanal von Otranto einfuhren. Leuca gehört zum Gebiet von Castrignano del Capo. Santa Maria di Leuca ist einer der schönsten Küstenorte der salentinischen Halbinsel, der Südspitze Apuliens. Die religiöse Vokation Leucas zeigt sich schon in alten Zeiten. Insbesondere entstand ein Heiligturm bei den Klüften der sogenannten Grotte Porcinara, das Zeus Bathos gewidmet war.
Hier ließen die Seemänner die Richtung Adriatisches und Ägäisches Meer fuhren, im Laufe der Jahrhunderte ihre Opfergaben, um sich bei den Göttern und dem Schicksal einzuschmeicheln. Es war während der Verbreitung des Christentums, als die Bewohner von Leuka sich zunehmend dem Marienkult zuwandten. Die Ortschaft wurde im Laufe der Zeit Pilgerziel und Tausende von ihnen kamen von Westen zum Fuße des Altars des heiligen Maria de Finibus Terre. Um den Wallfahrtsort von den feindlichen Angriffen aus dem Meer zu schützen, verstärkten die Bischöfe von Alessano den Aufbau des Gebäudes. Im Inneren der Basilika kann man noch heute die prächtige venezianische Leinwand der Madonna mit dem Kind bewundern, die im Laufe der Zeit von vielen berühmten Pilgern besucht wurde, unter denen auch Papst Benedikt VI. War, der im Jahr 208 nach Santa Maria di Leuca kam. Dem Gebäude gegenüber ragt der Leuchtturm der italienischen Marine empor, der auf die Ruinen des alten Warnturms auf Geheiß Philipps II. Erbaut wurde. Er wurde 1866 errichtet und ist mehr als 40 Meter hoch und ragt über den Meliso-Klippen 102 Meter aus dem Ionischen Meer. Von hier aus kann man die bezaubernden Bucht von Leuca bewundern, die inmitten der beiden Felsvorsprünge Meliso und Tristola genannt eingebettet liegt. Der touristische Hafen mit seinen zahlreichen Booten liegt an der Seepromenade Cristoforo Colombo und bietet den Besuchern ein zauberhaftes und unvergessliches Panorama der Ortschaft. Zahlreiche Villen charakterisieren die Landschaft von Leuca. Sie wurden zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert entsprechend der Gewohnheiten mit einem eklektischen Geschmack gebaut. Die Villen, die von den salentinischen Adligen als Sommerresidenz genutzt wurden, sind prächtig und faszinierend. Sie spiegeln verschiedene architektonische Stile, die von berühmten Architekten wie Achille Rossi, Giuseppe Ruggeri und Carlo Luigi Arditi aus Castelvetere gezeichnet und erbaut wurden. In Leuca gibt es noch heute mehr als 40 historische Villen, die mit ihrem seltsamen Stil die anmutige Küstenlandschaft verzieren. Die Pfarrkirche Jesu Christi entspricht voll dem städtischen Eklektizismus Leuca. Sie wurde vom Ingenieur Pasquale Ruggeri geplant und erinnert die mittelalterliche Architektur, der Bau stammt aber aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Die Innenräume sind prächtig und haben ein imposantes System von Pfeilern. Die ausgemalten Kirchenfenster mit den heraldischen Wappen der Adelsfamilie von Leuca schmücken das Gebäude. Leuca hat eine jahrtausendealte Geschichte. Die Ortschaft stellt die Südspitze des Salentos dar. Von dieser Landzunge kann man den alten Schacht, diesen letzten Stück Landes zwischen dem Ionischen und Adriatischen Meer bewundern. Giuliano di Lecce befindet sich im Hinterland des Caps von Leuca. Es ist ein Ortsteil der Gemeinde von Castrignano del Capo. Die Gemeinschaft von Giuliano hat alte Herkunft, wie die vielen Megalithen, die von Menhir Menzi auf Königin Elena Straße dargestellt sind, beweisen. Die Ortsmitte von Giuliano bewährt ihre ursprüngliche Schönheit auf.
Die alte Tür der Bürger stellt den Zugang in der Altstadt dar. Sie liegt von der Hauptstraße der Ortsmitte. Wenn man unter den Gässchen spaziert, kann man einen charakteristischen Balkon aus dem 17. Jahrhundert finden. Es wird Balkon der Schwäche genannt. Hier tauchen sympathische Gesichter aus den Ricken eines eleganten Balkons auf. Die feudale Festung charakterisiert das gewohnte Gebiet. Der mittelalterliche ist von der Anwesenheit der mächtigen viereckigen Türme auf den Seiten des Gebäudes verstärkt. Noch heute kann man in diesem Gebäude Teil des Wassergrabens sehen. Die Hauptfassade ist mit einer schlichten Loggia aus dem 18. Jahrhundert, die mehrmals im Laufe der Jahrhunderte restauriert wurde. Elegant ist die Hauptkirche dem byzantinischen heiligen Schutzpatron Johann Chrysostomo gewidmet. Das Gebäude geht zum 16. Jahrhundert zurück und wurde mehrmals verändert. Vor allem auf der vorderen Sicht kann man einen starken Einfluss des neoklassischen Stils bemerken. Die architektonischen Veränderungen wurden während den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts gefertigt, als auch der Glockenturm auf der Apsis des Gebäudes vollendet wurde. Das byzantinische Erbe dieses alten Landes wird auf den Resten der Kirche Heiliges Peters deutlich. Sie liegt neben die Länder der Ortschaft unter den ältesten religiösen Denkmälern der Diözese von Ugento Santa Maria di Leuca. Giuliano ist eine graziöse kleine Ortschaft, reich an Geschichte und architektonischen Schönheiten. Seine Vergangenheit hallt noch in seinen entzückenden Formen wider, in seinen schlichten und gut gepflegten Räumen. Es stellt die typische Schlichtheit der salentinischen Gesellschaft dar. Der Ortsteil Salignano wurde dank der Bevölkerungswachstum des 20. Jahrhunderts in der Stadt von Castelnano del Capo geschluckt. Der Turm aus dem 16. Jahrhundert beherrscht die Ortsmitte von Salignano. Er wurde nach dem typischen militärischen Stil des Kaisers Karl V. aus Augsburg gebaut. Er hat eine kreisförmige Struktur und auf seinem imposanten Umkreis befinden sich die Kanoniere. Sein Schutzsystem war von 10 Maschikulis charakterisiert. Vor kurzem wurde der Turm renoviert. Heute ist er Treffpunkt der Gemeinschaft geworden. Die Ortsmitte von Salignano verzweigt sich um die Pfarrkirche, die heiligem Andreas gewidmet ist und zwischen dem 18. und dem 19. Jahrhundert, wo es früher eine andere Kirche gab, errichtet wurde. Das Land von Salignano lässt dem Besucher die große Schönheit der bäuerlichen Gemeinschaft des Caps von Leuca wieder aufleben. Grünend und bezaubernd, reich an breiten Olivenhainen, die sich in dem gesamten Umland erstreckt. Der Straße entlang, die das gewohnte Gebiet von Salignano mit der Basilika von Santa Maria de Finibus Terre verbindet, findet man die kleine Kirche der sogenannten Madonna delle Rascie. Sie stammt aus dem 17. Jahrhundert und man kann sie bequem mit dem Fahrrad oder während man wandert erreichen. Sie wurde in den 70er Jahren des 17. Jahrhunderts auf einem alten ländlichen Siedlungswesen errichtet, die Tasselli Crimino nannte. Hinter dem Gebäude erkennt man nämlich verschiedene Bertigungs aus der mittelalterlichen Zeit sowie architektonische Gebäude, die der felsigen Kultur entsprechen. Wenn man unter den Olivenbäumen und den Trockenmauerwerken spaziert, sieht man die Kirche Heiligen Josef, die 1630 errichtet wurde. Das Gebäude zusammen mit der Kirche Madonna delle Rascie
war für die Pilger, die vom salentinischen Hinterland zum Heiligtum von Santa Maria de Finibus Terre gingen, ein notwendiger Schritt. Bezaubernd ist das Panorama, das man von den Terrassen von Salignano bewundern kann. Jahrhundertealte Olivenbäume richten den Blick auf das hellblaue Ionische Meer. Ruhig und behutsam beherrscht der sogenannte Turm des gestorbenen Mannes oder der gestorbenen Männer die Bucht von Leuca. Er beweist, dass man alte Warnsystem von den Küstentürmen des Landes von Otranto verwendete, das der Kaiser Karl V. aus Augsburg verlangte, um die salentinischen Küste von den feindlichen Angriffen aus dem Meer zu schützen. Der Turm war in der Vergangenheit mit dem Turm Marcello auf der nordwestlichen Seite der Küste und mit dem Turm von Philipp II. Auf der Landzunge Meliso verbunden. Auf der Küste von Castrignano del Capo findet man sehr alte Beweise der menschlichen Anwesenheit. Zahlreiche Manufakturen gehen zur Bronzezeit zurück und wurden auf der sogenannten Punta Ristola während den Ausgrabungen des Instituts von Archäologie der Universität Lecce gefunden. Hier sollte eine Ansiedlung, die mit der Land- und Weidewirtschaft verbunden war, gebaut werden, wie verschiedene Fragmente aus Keramik und Knochenfragmenten von Nutztieren beweisen. Der Mensch war im Altertum dank der Anwesenheit im Gebiet von zahlreichen Keller und natürlichen Höhlen möglich, die heute besonders auf der Küste von Leuca sichtbar sind. Verschiedene Meeresgrotten haben sich vom Kap Santa Maria di Leuca bis zur Ortschaft Ciardo Richtung San Gregorio gebildet. Einige Grotten bewahren sehr wichtige paläontologische Spuren, wie zum Beispiel Resten von Tieren sowie das Elefant und das Nashorn. Die Küste ist einzigartig und atemberaubend. Sie ist vor allem von der traditionellen Toponomastik der Grotten charakterisiert. Namen, die von den Fischern des Ortes aufgrund der Formen und Erscheinungen, die im Inneren waren, geschöpft wurden. Die Grotte von den drei Türen, die der Giganten und die des Teufels. Auch das Hinterland hat wichtige Beweise der alten menschlichen Anwesenheit im Gebiet von Leuca. Man kann zum Beispiel die Grotten der sogenannten Canaloni der Küste entlang Richtung Norden finden. Man zählt mehr als 43 registrierte Grotten und zugängliche Räume, die als Ansiedlungen und Schutzräume verwendet wurden, als die Küste unsicher wegen der häufigen Angriffe aus dem Meer war. Die Küste von Leuca gehört zu dem regionalen Naturpark Costa Otranto Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase. Sie hat eine wunderschöne Landschaft und ist notwendiger Schritt für alle die Besucher des Salentos. Wenn man auf der Straße am Meer spaziert, erkennt man die schönen Formen des Landzunge Meliso, der von einem großen Dicklicht der Macchia Mediterranea überhäuft scheint und von einem bemerkenswerten Wasserfall überquert ist. Dieses Werk kennzeichnet den Schluss der langen Wasserversorgung des Apulischen Aquädukts. Die von Leuca ist eine alte Geschichte, eine Geschichte, die noch heute tausende Besucher und Touristen anzieht. Einzige und seltsame Räume, wo man ein spontanes Salentos entdecken kann und von der Brise des Ionischen Meeres geschmeichelt wird. Man wird von den pittoresken und unvergleichlichen Landschaften der Küste von Leuca entzückt.